Hallöchen! Ja, falls ihr euch noch an die letzten beiden Videos erinnern könnt, ich verlinke sie euch mal hier oben, ging es dabei hauptsächlich um die Veränderungen, die so ein weiblicher Körper und auch mein Körper durch meine beiden Schwangerschaften so erlebt und erlitten hat. Im letzten Video hat Elvis euch dann verraten, was Männer denn über diese ganze Geschichte so denken. Und ich glaube, es ist uns mittlerweile allen klar, dass ein weiblicher Körper durch eine Schwangerschaft extrem viel geleistet hat, was man selber wertschätzen kann und was von den meisten Männern wahrscheinlich auch sehr wertgeschätzt, akzeptiert und geliebt wird. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass sich die meisten Frauen, und ich bin da definitiv keine Ausnahme, sich nach so einer Schwangerschaft erstmal trotz all der Komplimente und der Akzeptanz vielleicht des Partners und des Umfeldes trotzdem noch unwohl in der eigenen Haut fühlen. Es ist ja quasi nur so ein Übergangskörper, in dem man da steckt, weil man natürlich hofft, dass sich alles wieder so zurückbildet, wie es vorher mal war. Und ich hatte nach meiner Schwangerschaft dadurch, dass alles so wabbelig und weich war, ich habe nicht mehr in die Hosen gepasst, hätte ich mich so am liebsten so in einen Kartoffelsack einfach reingesteckt oder nur noch ganz weite T-Shirts getragen, weil ja, ich habe davor sehr, sehr gerne sehr eng getragen und das sah halt dann einfach nicht mehr aus und habe dann aber ganz schnell gemerkt, das sieht auch nicht besser aus, wenn ich dann nur noch ganz weite Sackklamotten trage. Und weil es ja nicht sein kann, dass man sich der ganzen Periode, bis man dann vielleicht endlich wieder nach entweder ein paar Monaten oder ein paar Jahren in seinem Wunschgewicht befindet, habe ich heute mal so ein paar Tricks und Tipps für euch, die ich tagtäglich anwende und die mir geholfen haben, mich in meiner eigenen Haut und vor allen Dingen wieder in meinen Klamotten wohl und angenehm und attraktiv für meinen Partner und für mich selber zu fühlen. Natürlich hat jeder eine andere Figur und vor allen Dingen auch jeder andere und unterschiedliche Vorlieben, was Kleidung angeht, aber ich glaube, es gibt so ein paar Prinzipien, die einfach jedem helfen können, ja, schlanker zu wirken, als man ist, würde ich jetzt nicht sagen, sondern einfach so schlank zu wirken, wie man wirklich ist und sich nicht unnötig dicker und schwabbliger aussehen zu lassen. Los geht's! Punkt Nummer 1 und einer der wichtigsten und aber auch einer der schwersten für uns Frauen ist, sich nicht in die alten Hosen frühzeitig hineinzuquetschen. Es fühlt sich vielleicht gut an, wenn man mit Ach und Krach in die vorherige Hose reinpasst, aber wenn man gerade so den Knopf zukriegt und sich am besten im Liegen die Hose rüberziehen muss und wenn man gegessen hat, dann platzt am besten gleich der Knopf auf, dann bringt es nichts, diese Hose anzuziehen. Man kann dann zwar sagen, ich passe wieder eine 36, aber wenn das nicht aussieht, dann nehmt lieber eine große Größe und dann sieht das Ganze viel geschmeidiger aus und viel besser aus. Und es geht auch mir oft so, dass wenn ich jetzt Leute aus meinem Umfeld treffe, sei es Fotografen, meine Familie, meine Freunde, dass sie sagen, was, du hast immer noch 8 Kilo mehr, das sieht man ja gar nicht. Haha, würde man aber sehen, wenn ich mich in meine alten Hosen reinquetschen würde. Was auch dabei hilft, so dieses Fett, was nicht wirklich weiß, wo es hin soll, so ein bisschen umstrukturieren oder umzuverteilen, ist eine sogenannte Speckweckhose. Elvis hat es im letzten Video schon so ein bisschen angekündigt, dass ich davon eigentlich ein großer Fan bin. Ist aber eine witzige Geschichte, weil bei meiner ersten Schwangerschaft bzw. nach meiner ersten Entbindung hat meine Mama noch gesagt, dass sie das auch immer getragen hat nach ihren Schwangerschaften und dass sie ganz begeistert davon war. Und ich habe dann ein, zwei anprobiert und die waren total eng und oh, ich habe mich gefühlt, als hätte ich irgendwie ein Korsett an, konnte mich nicht richtig bewegen und habe gesagt, ne, das mache ich nicht. Außerdem finde ich, ist das Betrug. Ich muss doch hier mit dem Körper irgendwie leben, den ich habe. Und jetzt habe ich eine Speckweckhose gefunden von Hunkemöller und die ist, oh, das ist einfach so schön. Ich meine, die Hollywood-Stars machen das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Und als ich das dann anhatte, ist mir aufgefallen, wie angenehm sich das anfühlt und wie viel besser es wirklich aussieht. Und dadurch, dass ich meinen Speck hier im Prinzip nur umverteile und so diese Linien, die sich bilden, wenn irgendwas einschneidet, einfach glättet, finde ich, ist es auch gar nicht so ein großer Betrug. Elvis ist zwar nicht allzu der große Fan von dieser Hose, weil es natürlich alles viel strammer ist und nicht mehr so weich ist, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, mich in meinen Kleidern, in meinen Jumpsuits zum Beispiel, einfach wohler zu fühlen, weil ich nicht die ganze Zeit an meinem Slip rumzuppeln musste und an den T-Shirts oder sonst was, was ich drunter hatte. Auch wenn man einen Gürtel nimmt, dann sieht das einfach manchmal doof aus, wenn man dann so ein Quadrathintern hat. Und ich finde, das betont einfach dann dadurch sehr gut die weiblichen Rundungen. Und ich wäre froh, dass ich es bei der Schwangerschaft mit Levian auch schon ausprobiert hätte. Wie ich ja schon gesagt habe, habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass es nichts bringt, wenn ich einfach nur weite Sachen trage, denn die tragen meistens sogar noch mehr auf, weil man eben nichts mehr von dieser Figur, die ja doch noch irgendwie übrig geblieben ist, erkennen kann.
Und deshalb habe ich dann gemerkt, okay, ich muss vielleicht nicht die engsten Tanktops oder die kürzesten Tanktops anziehen, aber wenn ich etwas trage, was tailliert geschnitten ist, was meiner Figur irgendwie schmeichelt, und dadurch sieht natürlich einfach alles ein bisschen besser aus und wohl proportionierter aus. Ein weiterer Tipp ist natürlich, dass weiß aufträgt und schwarz kaschiert. Das ist für die meisten von euch wahrscheinlich keine Neuigkeit, aber es ist auf jeden Fall wert, dass es nochmal betont wird, weil ich das wirklich immer wieder merke, wenn ich mal ein schwarzes Tanktop oder ein weißes habe, dass ich mich im Schwarzen einfach so viel wohler fühle. Klar sollte man jetzt nicht nur noch schwarz tragen aus der Angst, irgendwie dick auszusehen, aber so ab und an kann es auf jeden Fall ein ganz guter Tipp sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt, dass Querstreifen auftragen sollen, aber ich muss sagen, je nachdem, was es für Querstreifen sind, können sie auch mal eher, ja, weiß ich nicht, die Figur betonen in einer schönen Art und Weise. Ich habe das mal ausprobiert, wenn man dicke Querstreifen hat, die tragen meistens schon auf, aber wenn man so ein bisschen dünnere Streifen nimmt, die dann zum Beispiel auch eng an der Taille liegen, dann sieht das eher aus wie so ein Gürtel, der das umfasst. Und ein Gürtel, der ist ja auch ja, für die Optik dann nochmal schön, weil es das Ganze gut aufteilt und gut verteilt und einfach so ein, wie sagt man das im Modebegriff? Ihr wisst, was ich meine. Der nächste Punkt ist einer, den die meisten von euch wahrscheinlich auch schon kennen, aber einer, den man als Mama einfach viel zu oft nicht praktiziert, weil er einfach unpraktisch ist im Alltag. Was will ich sagen? Also, hohe Schuhe, darum geht's. Sind für den Alltag mit Kindern eher unpraktisch, weil man die ganze Zeit irgendwie im Sandkasten unterwegs ist und dann einsinkt. Aber wenn man mal einen der seltenen Momente hat, wo man vielleicht mit dem Partner schön essen geht oder in die Stadt geht, dann hole ich auf jeden Fall meine Pumps raus, denn der Gang ändert sich, das Bein wird gestreckt, die Statur wird verlängert, dadurch sieht man automatisch schlanker aus, man hat einen anderen Gang, eine andere Haltung. Und das führt nämlich auch zu unserem nächsten Punkt, nämlich, dass man selbstbewusster wird. Und ich glaube, Selbstbewusstsein ist einer der Hauptpunkte, die dazu führen, dass man besser aussieht, weil man einfach eine Zufriedenheit mit sich selbst und eine Fröhlichkeit ausstrahlt, die andere ansteckt. Denn die meisten um euch herum, die werden nicht bemerken, ob ihr jetzt 2 oder 3 oder 4 Kilo mehr habt. Und deswegen gebt euch einfach nicht so einen Stress, seid zufrieden und dann seht ihr auch viel besser aus. So leicht ist es eigentlich. Und ein Punkt, an dem man als Mama wahrscheinlich nicht zuerst denkt, wenn es darum geht, schlanker zu wirken oder sich gut in seiner Haut zu fühlen, ist Haltung. Ich merke das bei mir mal ganz extrem, beziehungsweise ich habe es früher gemerkt, als ich angefangen habe, Brüste zu bekommen, dass ich automatisch die irgendwie so unterbewusst verstecken wollte, weil ich hatte auch nicht unbedingt wenig. Und dann sind erstmal die Schultern so nach vorne. Dann kommt dazu, dass man Mama hat, wenn man Mama ist, oft das Baby auf dem Bauch hat oder auf den Hüften hat und dadurch schiebt man dann die Hüfte nach vorne, was dazu führt, dass der Hintern doof aussieht, dass der Bauch rausgestreckt wird, dass man Rückenschmerzen hat. Und wenn man das Ganze einfach vernünftig macht, also ich meine, fragt man sich manchmal schon, wir Menschen können irgendwie gar nichts. Wir können nicht richtig stehen, wir können nicht richtig atmen, die meisten atmen viel zu flach, die meisten Leute können nicht mehr richtig schlafen. Egal, anderes Thema. Wenn man sich richtig hinstellt, Schultern zurück, Brust raus, Hüfte richtig. Rein. Was? Bauch rein. Bauch rein. Ja, aber der Bauch, der geht ganz automatisch rein, wenn man vernünftig dasteht. Und das ist das. Man wirkt viel dicker und unförmiger, wenn man einfach so verkrüppelt dasteht. Und ich merke, das ist für mich manchmal richtig anstrengend, mich richtig hinzusetzen, weil ich schon gar keine gescheiten Rückenmuskeln mehr habe. Dabei würde das einfach so vieles leichter und besser machen, dass ich euch das wirklich nur ans Herz legen kann. Stellt euch richtig hin. Falls ihr irgendwie größere Probleme habt, geht mal zum Physiotherapeuten. Das hat mir damals auch sehr geholfen. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch so ein paar Tipps und Tricks weitergeben, die euch vielleicht helfen. Wenn ihr noch mehr von denen habt, dann gern rein damit in die Kommentare. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!